Rainer? Yes, sir. Kannst du nochmal sagen, warum du beim 5 a.m. Bauchmuskelkurs nicht dabei bist? Weil ihr das viel zu spät macht. Wir morgen um 5 vor 6 anfängt, da denke ich schon am Feierabend. Wir sollten den Kurs morgens machen, hat er gesagt. Ja, genau. Nicht vormittags. Sehr gut. Und Lukas seht ihr auch bei seiner alltäglichen Beschäftigung, ne? Ja, natürlich. Erzähl mal vom Personal Training und ist immer nur Proteinchips. Ja. Lukas? Ja. Das ist auch Workout-Vorbereitung. So sieht das aus. Alles klar. Vorbild sein. Wir starten mit einem kurzen Warm-up-Programm auf dem Tretrad hier. Einfach Tretrad. Einfach ein bisschen die Intensität locker steigern, niedrige Intensität beginnen, wirklich nur warm machen, 5 bis 10 Minuten. Das ist mir gerne ein Kalorienziel, irgendwie so 50 Kalorien, 70, 100. Dann verbrenne ich die, erhöhe signifikant, ja, um 1-2 Stufen. Sukzessive sollte das heißen, die Intensität wird immer wärmer und dann passt das. Kann man so alle 10 Kilokalorien zum Beispiel machen, sehr, sehr entspannt. Lukas, noch eine Frage an dich. Ist Warm-up Katabol oder Anabol? Falsch. Ist Katabol. Never skip warming up. So, wir haben uns jetzt hier Lukas Unterkörper-Extremtrainingsplan rausgesucht. Er muss mit 8 Sätzen baden, Split-Squats, Beinpresse, Squat-Maschine, Beugerstrecker und noch was für die Pobacken. Wir werden da nur ein bisschen was von machen, weil wir nicht so hart sind wie Luca. Der macht nämlich nur einmal die Woche Beine und dann halt so intensiv, dass es auch danach 7 Tage Ruhe braucht. Wir wollen mal so viel wie möglich davon schaffen, legen jetzt erstmal los. Ich würde mal sagen, 6 Sätze Waden sollten reichen, machen das schön, damit es ein bisschen zeiteffizient ist, wechseln wir uns einfach ab. Lukas ist schon dort unten an der Maschine und dann lege ich hier oben los. Alrighty. Let's go! Einmal den YS-Umhang rum. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen vorher Fadenheben gemacht haben. Juppa! Letztes Mal 15 Stück, 75 Kilo. Heute 12. Zack, 85, Haken dran, letzten Satz lassen wir heute weg. Oh Mann. Und eine von 8 Übungen abgeschlossen. So, ich muss schnell nach unten. Die Sitzende wartet. Ein Split-Squat in freier Wildbahn. Du passt gar nicht rauf aufs Bild, so massiv bist du. Das kenn ich. Oh. Für mich hat die Kamera noch eine extra Winkeloption. Ist da nicht 1920 x 1080, sondern irgendwas Breiteres da. Kennt ihr das, wenn die Leute zu viel reden können bei der Übung? Ja, ich hasse das. Boah, ich kann gar nicht mehr. Wechsel. Er hat einmal 10, einmal 12 Kilo in der Hand. Das machen wir nicht, damit das eine Bein mehr auffordert als das andere. Lukas ist auch gespannt, warum er das machen muss. Ja. Sondern, um ein kleines Ungleichgewicht zu schaffen, was man stabilisieren muss. Und logischerweise wechseln wir das im zweiten Durchgang. Ja? Das fragt man sich natürlich, wenn man aufgepasst hat, was macht man im dritten? Tja, so entscheidend ist der 2-Kilo-Unterschied dann auch nicht, dass man da drauf achten muss. Wichtig ist, dass das Gewicht von oben nach unten, das macht die Schwerkraft, wieder nach oben transportiert wird. Traumhaft. Gewicht liegt so ungefähr 80% auf dem vorderen Bein. Gar kein Problem, dass das ein bisschen nach vorne ragt, das Knie, gerne auch ein bisschen über die Zehen. Muss nicht sein, unnötig, aber kann gerne. Wichtig ist, dass man richtig schön runter in die Beuge kommt. Unter 90 Grad arbeitet der Po richtig schön mit. Herrlich, traumhaft. Wisst ihr, es geht gar nicht um die Split Squats an sich. Es geht darum, die Komfortzone zu verlassen. Das klingt total ausgelutscht, aber es ist am Ende so, ja? Split Squats sind immer außerhalb der Komfortzone. Und wenn sie es nicht sind, mehr Gewicht nehmen, dann sind sie es wieder, ja? Und deswegen, es geht darum, sich immer wieder Aufgaben außerhalb der Komfortzone zu machen, in der sogenannten Wachstumszone, und dann aber auch rein da, ja? Das heißt,
natürlich die Hürde so gering wie möglich machen, zum Beispiel einen Trainingspartner, einen Personal Trainer oder halt Eigeninitiative, Eigenmotivation und dann rein in die Wachstumszone und dann die Komfortzone wachsen lassen. Ja? Und Split-Squats sind eine hervorragende Möglichkeit, das kann man in allen Lebensbereichen machen, aber im Sport ist es sehr, sehr einfach, ja, weil man einfach nur machen muss. Wir sind hier im Beinstrecker, ja? Beine gebeugt, Beine gestreckt, das heißt, diese Bewegung hier kommt hier oben aus dem Quadrizeps. Ein, wie man sieht, flächenmäßig ziemlich großer Muskel mit vier Köpfen, der ordentlich feuert. Und deswegen nutze ich die auch super gerne hier mit Kunden, um ein wenig die Leidensfähigkeit zu erhöhen und zu schauen, wo ist eigentlich, wie ist die Schmerztoleranz? Wie sehr gehen die Leute ans Muskelversagen oder ans gefühlte Muskelversagen? Wie viel früher hören sie auf, ja, obwohl sie eigentlich noch können? Und hier kann man das sehr gut trainieren. Das heißt, auch wenn in einem Ganzkörperplan primär Übungen mit mehr Muskulatur enthalten sollen, über mehr Gelenke, sind so einzelne Übungen für bestimmte Körperpartien, wie jetzt hier den Quadrizeps, sinnvoll, um eben zum Beispiel einfach an der Intensität des Trainings zu arbeiten. Weil viele denken, sie trainieren intensiv, sind aber noch sehr weit entfernt von dem maximalen Potenzial. In diesem Sinne, let's go, Schmerztoleranz erhöht. Und ganz wichtig, Laktatbildung, also brennen. Heißt noch nicht Muskelversagen. Nur weil es brennt, muss man noch nicht aufhören. Denn wenn brennt, geht immer noch eins, zwei und drei. Oh. Wenn man nicht mehr reden kann, dann gehen gar keine mehr. Du sitzt einfach völlig falsch, oder? Vielleicht auch mal. Ja, das war's. Ich habe einfach Medium Legs, ne? Medium Legs. Ich finde übrigens, dass man bei der Übung die Füße schön locker halten lassen sollte. Ja. Um nicht so sehr aus der Wade mitzuhelfen. Ja. Gut erklärt, Coach. Dann braucht man viel weniger Gewicht. Das ist schlecht fürs Ego, aber gut für die Gelenke. Bei viel Gewicht hilft natürlich viel. Das ist richtig. Aber manchmal hilft auch weniger Gewicht mehr. Bullshit. Abfällische Säuletechnik. Hier Fußspitzen, schön locker, wow, es ist langsam. Schön auf dem Muskel sitzen, den man trainiert, lieben wir. Dreh dich mal ein bisschen, das da ist richtig schön nasses Haar. Erfolg ist kein Glück. Luca. Okay, schau mal einmal. Ich bin gerade einmal im Backend von der App. Und schicken wir eben eine Push-Nachricht raus an alle Klienten, dass morgen 18:30 wie immer Live-Call ist. Morgen ist es wieder soweit. Unser wöchentlicher Live-Geschehen melde ich wie gewohnt über unsere Mediathek. Unsere Mediathek der App an. Zack. Ne, nicht den, sondern den. Zack. Absenden. Und dann haben wir hier die Push-Nachricht. Kurz einmal an alle Klienten rausgesendet. Ja, bei über 100. Und können den nächsten Satz machen. Schaut mal, Leute. Und dann kriegt man kurz so eine Push-Nachricht aufs Handy. Thank you for today, Yannick. Just loved it. Brilliant and invigorating push.
für die nicht so der englischsprachigen, Alter, das Blut ist so in den Beinen. Belebender Push, also belebende Einheit, belebende Motivation. Ja, Mary musste 2 Wochen aussetzen wegen Zahn-OP und ist jetzt wieder voll im Game. Und ja, schön, dass sie zurück ist. Hey, da geht noch was. Ja, das hat sowas von der Schüssel, ne? Also wirklich, wie du dich auch da vorne raufsetzt. Ja. So, haben wir es geschafft oder was? Sie. Morgen ist es wieder soweit. Unser wöchentlicher Live-Call steht an. Melde dich wie gewohnt über unsere Mediathek. Na, das mache ich doch wieder. Lukas leitet den Call übrigens mit Lisa zusammen. Das wird großartig. Und eine Sache habe ich hier gerade noch. Und zwar. Nachricht von heute Morgen, die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar suchen wir die eben hier raus, da haben wir sie. Wenn der Sport aktuell, habe ich in der Schule so gelernt, so ein bisschen in die Kamera sprechen, ne, und hier so die Notizen vorlesen. Wenn der Sport schon aktuell nicht läuft durch den Fuß und jetzt zusätzlich noch Corona. Da geht kurz das Handy aus. Und wie schwebt die Kamera? Dann läuft es mit dem Gewicht, 62,9, neues Tiefgewicht. Eine abschließende Sache noch. Never trust a girl in TBO Leggings. So, im YSHQ Headquarter angekommen. Was für ein Schmunzeln. HQ. Haben wir uns mal. Holy shit, à la Jumbo Schreiner. Aperitif. Ein Aperitif gemacht zum Dinieren. Was kommt da gerade noch drauf, Chef? Mann, warum machst du denn sowas? Schwarz. Ah, na gut, schwarz einmal. Alpenjodsalz. Weiß. Alter! Alter Schwede, das gibt so ein Schuh morgen auf der Waage, du. Ja, pump, damit sind wir durch. Eine Prise. Nur eine Prise. So. Hier ist schon alles angerichtet für den. Wie nennt sich das denn? Fürs Dessert, ne? Never skip Dessert oder wie so heißt das, ne? Ja doch, das müsste so heißen. Okay, das ist sehr gut. Das teilen wir jetzt auf. Das ist einfach nur Nudeln mit... Das ist so geil gemacht. Einfach eine Bowl, ne? Schön Gemüse, bisschen Proteins aus Thunfisch und... Ja, ich glaube, es hier Räuchertofu, meine Sesam. Geile Nummer. Das gibt's jetzt in der waagerechten. Und ja, damit beenden wir Vlog, ja? Vloggy Uno, Nummer 1. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das und mehr folgt auf diesem Kanal. Und ich freue mich auf die weiteren Sachen. Es macht Bock, es macht Spaß. Ich habe Freude dran. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Ja. Dann überlege ich mir das, ob ich das zeige. In diesem Sinne. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen richtig netten Kommentar noch rein, wenn ihr gut drauf seid. Das ist YouTuber mehr denn. Geil! Love it! So und nicht anders. Thank you.